Abgeordnete Bettina Hornhus für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ich freue mich sehr, dass die Kollegen der Grünen mit ihrem Antrag ein wichtiges Thema auf die heutige Tagesordnung gesetzt haben. Als Familienpolitikerin und Berichterstatterin für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf möchte ich besonders einen Blick auf den Teil des Antrags lenken, der sich mit der Zeit für die Familie beschäftigt. Es herrscht wahrscheinlich über kein Thema der Familienpolitik so viel mehr Einigkeit wie darüber, dass wir mehr Zeit für Familien schaffen müssen. Und zwar Zeit, die sich Familien selbst einteilen können, je nachdem, wie sie individuellen Bedürfnisse sind. Für Mütter und Väter, die als Paar zusammenleben, stellt sich nicht nur die Frage, wie beide Elternteile für sich betrachtet Familie und Beruf vereinbaren. Von hohem Interesse ist bei Paaren mit Kindern zudem das Zusammenspiel der Partner bei der Balance zwischen Familie und Beruf. Zeitpolitik ist deshalb ein brandaktuelles Thema und wird auch in den nächsten Jahren weiterhin die größte Herausforderung in der Familienpolitik sein. Bereits vor 10 Jahren wurde mit dem 7. Familienbericht der Bundesregierung die Zeitpolitik auf die Agenda gesetzt und läutete damit einen Wendepunkt in der Familienpolitik ein. Erstmals wurde der Zeitorganisation ein eigenes Kapitel gewidmet. Diese beschreibt das Spannungsfeld zwischen Erwerbs- und Familienzeit. Seitdem schaffen wir mit zahlreichen familienpolitischen Maßnahmen Möglichkeiten für Familien, eine bessere Balance zwischen Arbeit und Familie zu finden und damit die Vereinbarkeit zu verbessern. In dieser Legislaturperiode haben wir bereits einiges dafür getan und wichtige Ziele unseres Koalitionsvertrages umgesetzt, beispielsweise mit der Einführung des Elterngeld Plus, mit Partnerschaftsbonus und einer flexiblen Elternzeit oder mit dem Familienpflegezeitgesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Genau diese Erfolge der Großen Koalition zeigen, dass wir in den letzten 3 Jahren gute Arbeit geleistet haben. Jetzt gehen die Kollegen der Grünen aber einen Schritt weiter und wollen dem Kind einen neuen Namen geben. So soll aus dem Elterngeld und dem Elterngeld Plus die Kinderzeit Plus werden und so weiter. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das leuchtet mir an dieser Stelle leider nicht ein. Warum sollen wir bewährte familienpolitische Leistungen umbenennen und es so den Eltern noch schwerer machen, zwischen den verschiedenen Antragsmöglichkeiten zu unterscheiden? Dieses spart meiner Meinung nach weder Zeit noch Nerven und ist somit doch eher kontraproduktiv für einen Antrag, der unter anderem mehr Zeit für Familien fordert. Nichtsdestotrotz werden wir alle CDU-CSU-Bundestagsfraktion auch weiterhin dem Wunsch der Eltern nach mehr Zeit mit der Familie nachkommen und machen uns für eine zukunftsorientierte Zeitpolitik stark, aber mit anderen Schwerpunkten. Die im letzten Jahr vorgestellte Zeitverwendungsstudie des Bundesamtes für Statistik hat gezeigt, dass auf der einen Seite jeder dritte Vater und jede fünfte Mutter bemängelt, dass sie nicht ausreichend Zeit für Kinder haben. Mit der Studie wurden im letzten Jahr erstmals Zahlen ermittelt, die auf die Veränderungen bei der Verwendung von Zeit eingehen. Weiter gibt die Studie darüber Aufschluss, dass sich 7% der Väter und 28% der Mütter auf der anderen Seite aber auch mehr Zeit für die Erwerbsarbeit wünschen. Das heißt, dass jede dritte Mutter gerne mehr arbeiten möchte. Dieses verdeutlicht sehr gut, dass die Mütter und Väter von heute eben beides wollen, arbeiten und mit Zeit mit den Kindern verbringen. Doch auch, um nochmal auf den Antrag zurückzukommen, zeigt sich hier wieder die Frage, wie wir diese Wünsche der Mütter und Väter gerecht werden wollen. Hierbei gehen unsere politischen Vorstellungen dann nämlich auseinander. Fest steht, dass der Zeitabschnitt für Kinder im Lebenslauf kaum variabel ist und im Alter zwischen 25 und 40 Jahren alles zusammenkommt. Sowohl die Familienplanung steht im Vordergrund als auch die berufliche Entwicklung und Karriereplanung. Zahlen aus dem Jahr 2014 zeigen, dass Mütter bei ihrem ersten Kind durchschnittlich 29,5 Jahre alt sind. Die Familiengründung rückt im Lebensverlauf also immer weiter nach hinten. Dies ist ein signifikanter Wandel. Vergleicht man dies mit den 1950er und 1960er Jahren. Damals kamen fast alle Kinder in Ehen zur Welt und der Mann war der Hauptverdiener und Ernährer der Familie.
In diesem klassischen Familienmodell hat die Frau, die im Schnitt beim ersten Kind deutlich jünger war als heute, sich um Haushalt und Kinder gekümmert. Heute ist jedoch das Zweiverdienermodell meistens in den Familien zu finden, wonach sich Mütter und Väter jeweils Erwerbsarbeit und Fürsorge für die Kinder teilen. Diesem Wandel in den Lebensverläufen müssen wir Rechnung tragen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erst durch diesen Wandel in den Familienmodelle ist es möglich geworden, dass es in der vielbesagten Rush-Hour des Lebens nun zu Verschärfungen kommt. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf den Wandel der Arbeitswelt und auf den steigenden Anteil der erwerbstätigen Frauen in Deutschland. Und bei allen Diskussionen, dieser Wandel war längst überfällig und ist nur zu begrüßen. Alleine in den letzten Jahren zwischen 2009 und 2013 gab es einen weiteren Anstieg um 4,2%, Tendenz weiter steigend. Weitere Studien zeigen aber auch, dass eine Erhöhung der Zeit von Vätern zu Hause nicht die Probleme lösen wird. Auch wenn sich fast 80% der Väter mehr Zeit mit den Kindern wünschen, ist dies nicht das Alleinheilmittel. Wir sollten uns schwerpunktmäßig weiter darum kümmern, die Karrierechancen der Frauen in dieser Lebensphase noch weiter zu verbessern und diejenigen Frauen zu fördern, die mehr arbeiten möchten. Indem beispielsweise die typischen Frauenberufe in den sozialen Bereichen aufgewertet und besser bezahlt werden oder den Frauen der Wiedereinstieg nach der Geburt des Kindes und Elternzeit erleichtert wird. Denn junge Familien in der Phase der Familiengründung fehlt nicht nur Zeit, sondern vor allem auch Geld. Neben dem beruflichen Geld ist aber auch eine gute Infrastruktur wichtig, um Familien zu entlasten. In den letzten Jahren haben Bund und Länder bereits viel Geld in den Kita-Ausbau gesteckt. Darauf sollten wir weiter aufbauen. Die aktuellen Zahlen bestätigen, dass der Ausbau der Krippenplätze in den vergangenen Jahren gut vorangekommen ist. Meiner Meinung nach müssen wir in den nächsten Jahren uns aber auch um bessere Betreuungsmöglichkeiten für Grundschulkinder kümmern. Bisher wurde dieses Thema in der politischen Diskussion leider viel zu wenig beachtet. Bis zur Einschulung wird eine gute Betreuung mit Krippe und Kindergarten mittlerweile gewährleistet. Neue Probleme tauchen aber wieder mit dem Eintritt in die Schule auf, vor allem da Betreuungsplätze in einem Hort oder in einer Ganztagsschule für Grundschulkinder in vielen Kommunen knapp ist. Hier müssen die Länder in die Verantwortung genommen werden und in der Infrastruktur investieren. Denn keinen Eltern ist geholfen, wenn sie ihre Arbeitszeit reduzieren müssen, weil ihr Kind nun in die Grundschule gekommen ist und nicht mehr betreut werden kann. Hier, liebe Kolleginnen der Grünen, könnte man in den Bundesländern, wo die Grünen in der Landesregierung beteiligt sind, viel erreichen. Aber leider passiert in den rot-grün geführten Bundesländern bisher auch auf diesem Feld viel zu wenig. Fassen wir zusammen. Mehr Zeit für Familien ist ein schönes Ziel, welches wir allerdings nicht als Politik alleine erreichen können, sondern auch auf die Unterstützung der Gesellschaft und der Arbeitgeber angewiesen sind. Zum Schluss möchte ich besonders den Betrieben und Unternehmen danken, die in den letzten Jahren bereits erkannt haben, dass Familienfreundlichkeit ein wichtiger Faktor der Arbeitnehmerzufriedenheit ist. Und ohne sie würden unsere Maßnahmen auch nicht den Erfolg haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Bettina Hornhus. Nächste.